Hallo zusammen, heute backe ich für euch einen Mirabellenkuchen mit Hefeteig. Dazu habe ich hier Mirabellen, einen Hefeteig, Mehl zum Auswirken und Öl fürs Blech. Zunächst werde ich die Mirabellen waschen und entkernen, danach das Backblech vorbereiten, dann den Hefeteig ausrollen und auf das Blech geben. Ich habe hier ein Blech mit 28 cm Durchmesser. Da hinein gebe ich ein paar Tropfen Öl und verteile es gut. Dann etwas Mehl dazugeben und ebenfalls verteilen. So sieht das dann aus. Als erstes gebe ich etwas Mehl auf den Tisch. Darauf nun den weichen, flaumigen Hefeteig. Mit den Fingerspitzen drücke ich ihn schon mal in Form, damit ich nicht allzu viel ausrollen muss. Beim Ausrollen wird der lockere Teig stets etwas zusammengedrückt und er sollte möglichst fluffig bleiben. Jetzt leicht und ohne Druck ausrollen. Immer von innen nach außen, das geht am besten. Darauf achten, dass er nicht am Tisch klebt. Bei Bedarf etwas Mehl nehmen. Der Teig wird auf ca. 5 mm Stärke ausgerollt. Ihn dann locker in die Form einlegen und andrücken. Hier schneide ich den überstehenden Teig ab. Den kann man nun einfrieren oder zu einem kleinen Brötchen formen und ebenfalls backen. Als nächstes wird die Form befüllt. Dazu habe ich Handschuhe angezogen, denn die Mirabellen färben die Finger dunkelbraun. Jetzt die Mirabellen vom äußeren Rand in den Teig leicht eindrücken, damit sie nicht umfallen. Den Kuchen ruhig üppig belegen. Zum Schluss noch die Löcher zustopfen. So sieht der Kuchen aus. Die Mirabellen jetzt noch etwas andrücken. Der Kuchen wird nun abgedeckt. Während der Teig nun ruht, heize ich den Ofen vor. Bei Umluft auf 170 Grad, bei Unter- und Oberhitze 180 Grad. Der Ofen hat die Backtemperatur erreicht. Der Kuchen sieht nun so aus. Er wird jetzt für ca. 25 bis 30 Minuten bei 170 Grad gebacken. Die Backzeit kann je nach Ofen variieren. Wenn der Kuchen schön gebräunt ist, ist er fertig. Jetzt muss er noch abkühlen. Und so sieht mein Mirabellenkuchen fertig aus. Er passt sehr gut zum Nachmittagskaffee, aber auch zu einem Glas Most oder Fietz schmeckt er sehr fein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe hier noch zwei Videos, die euch interessieren könnten. Die Zutaten findet ihr wie immer in der Beschreibung. Eure Fragen und Ideen schreibt bitte in die Kommentare. Und wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren. Bis nächste Woche also, es reißt Körnchen.